Ja, hallo, ahoi und herzlich willkommen auf dem Kanal Keep Supernova. Ich bin Flavo, der Red Panda, und ich moderiere schon den dritten Tag auf Planet Barb, die Entwicklung von Planet Barb in der Kreaturenphase. Wir spielen wieder Spore und ja, ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Mal gucken, was uns heute erwartet. Ich mache uns hier mal kleiner. Und jetzt kann gleich das Spiel beginnen. Bis gleich. Und gute Unterhaltung. Heute stellen wir uns her. Du meinst, du machst mal den Ton leiser. So. Was sind denn das für Gesellen? Oh. Die sehen schipp hoch. Die sehen sehr freundlich aus. Au! Verletzt, ziehe dich in dein Nest zurück, um dich zu heilen. Tja, das war unser erster Kampf. Was sind denn die Typen? Ganz ja freundlich. Herzlich willkommen zurück bei Spore. Wir sind weiterhin dabei, eine Barb-Zivilisation zu gründen und sind immer noch in der Kreaturenphase und stärken uns und gehen ein bisschen den Geysir zum Flughafen. Ja, das macht Laune, das macht Spaß.
sind diese komischen Shibos, mit denen will ich nichts zu tun haben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Können wir gestohlen bleiben. Die alten Boden hier rum. Blöd. Kann man schon Shibo heißen. Ah, wie geht's euch so? Habt ihr auch Schnee? Also hier auf Barb ist kein Schnee. Aber draußen schneit's. Und wir sind hier schön und warm, gemütlich. Kindergeräusch. Was ich zur Kreaturenphase sagen kann, ist, man fühlt sich ständig irgendwie bedroht. Also irgendwie in einer ungemütlich. Das sind schon wieder böse. Was? Merdils. Zeiten, wir müssen diesen Weg da gehen. Und den irgendwie vorbei. Nein, grunzen schon. Nein, 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 ich will nicht. Haut ab. Moment, bei dem war ich doch schon. Ey, was machen die da? Meine Verbündeten an. Scheiße. Ich mach gar nicht auf hier. Ich glaube, wir ziehen uns einfach. Das ist schrecklich. Oh je, heute ist es schrecklich. Mach mal was essen. Ja, wir sind schon aus dieser Richtung gekommen. Kämpfen die immer noch? Zu tun haben. Geht. Trampelpfade haben wir schon mal. Das gehört. Wir sind den Weg entlang. Alles gut, geh den Weg entlang. Hier ist doch was. Was? Ein bisschen Liebe. Ach, wir haben ein bisschen Liebe.
alles läuft ganz entspannt. Tata! Jetzt wird es aber Zeit, dass wir den Weg weitergehen. In welche Richtung wir laufen müssen. Ja. In die Richtung laufen wir. Ah, die sind neu. Und dann gleich mal gucken. Kannst du mit denen verstehen? Hey, warum kann ich nicht mehr? Ich kann dieses Zaubern, oder wie das heißt, nicht mehr machen, hört mir gerade auf. Tada! Eine noch und dann können wir uns verbünden. Werde oder irgendwelche üblen Gesellen mir zu nahe kommen wollen, dass ich mich verteidigen kann. So, ich stopp lieber. Mach erst was essen. Eine sehr schöne Landschaft wieder heute. Ja, richtig schön. Oh, die Mertix, oder wie sie heißen. Nein. Bitte sag mir nicht, dass der Weg. Sag mir nicht, dass der Weg an denen vorbeiführt. Was ist denn der Weg? Weg verloren. Was ist das? Ah, mit dem bin ich auch befreundet. Nee, da bin ich auch hergekommen. Hä? Ich habe eine Muschel. Ach, wie schön. Tja, irgendwie irre ich im Moment durch die Gegend und finde den Weg nicht mehr. Auf die Hügel hoch, Hügel runter. Ach, der Weg schon sichtbar. Wenn ich jetzt nochmal an Feinden vorbeikomme, dann renne ich einfach an denen vorbei. Ja. Naja, das mache ich. Ja. So. Ja. Jetzt habe ich eine Muschel und habe. Müssen bleiben. Ich bewerfe euch mit meiner Muschel. Wartet mal ab. Wenn ich ihn. Raumfahrtzeitalter bin oder so, dann zeige ich euch, wer hier das Sagen hat. Auf diesem Planeten. Geht doch nicht. So eine schöne, gemütliche Nachtwanderung. Ja, ich glaube, es wird schon wieder hell.
Wir haben einen rosa-roten, wunderschönen Himmel. Gestern haben wir ja eine epische Kreatur gesehen und ich bin schon wieder auf dem Weg. Jetzt darf ich. Und ich hoffe, wir haben heute unsere Ruhe. Gegen epische Kreaturen kann man überhaupt nichts aussetzen. Kann man überhaupt nichts machen. Also gar nichts. Man fühlt sich wie so ein Beutetier, wie ein Raubtier. Das ist übrigens in der Kreaturenphase. So, man ist eigentlich noch ein Tier. Seht ihr, ich will essen und ich werfe einfach meine Muschel weg. Die will ich doch wieder haben. Meine Muschel. Nee. Ah. Meine Muschel. Hä? Ja, wer bist du denn? Ich kann mich hier nur gefallen. Naja, was soll's. Dann ich mir das ja nicht mit. Besten Dank. So. Und noch ein kleiner Snack. Ja, es läuft ja richtig gut mit der Evolution. Freunde oder Feinde? Ein Fragezeichen. Fragezeichen bedeutet immer, sie können einem schon mal nicht gefährlich werden. Die singen. Oh, die. Oh. 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 Was ist denn das? Okay, alles gut. Ja. Froschgrub. Wir werden uns erstmal Freunde suchen. Ja. Ein Froschgrub. Das kann ich nicht, verdammt. Ich geh gleich weiter. Das kann ich momentan nicht. Ich komm nachher wieder. Ich habe Angst, aber ich bin auch irgendwie neugierig. Ob das. War das ein Dinosaurier? Oh. Was knallert du? Die sind irgendwie sauer. Ich glaube, die ahnen, dass ich mal ins Atomzeitalter oder so was drauf habe. Deswegen sind die jetzt schon sauer auf mich. Die Natur schlägt zurück, bevor sie überhaupt anfängt, irgendwie in Gefahr zu kommen. Boah, seht euch das mal an. Sonnenaufgang? Cool. Ah, Fabiana. Hallo, Freunde. Fabiana, ja. Ich habe euch gefunden. Oh. Oh, ein bisschen Liebe. Wir müssen was machen, dass wir dieses Bezaubern endlich drauf haben. Hm? Oh, Klubschraube, wie sieht das aus? Ich glaube, das machen wir jetzt gleich. Ja.
Glubschauge, das sieht so glubsch aus. Nein, wir bleiben bei den Augen. Klotzauge, Auge, das ist Klotzauge oder Genauge? Das hier, das waren unsere Augen. Ja, so. Zaubernstufe 1, Stufe 1, Zaubernstufe 2. Ja, das einfach. So, das nehmen wir jetzt einfach. Fertig. Wir diese Fähigkeit auch drauf haben. Können wir ja das epische, diese epische Kreatur bezaubern. So, hier meine Muschel wieder. Und hier mein Stock. So. Weiter. Auf den Weg. Auf den Weg, noch Wände. Nicht einfach zurücklaufe wieder, hoffentlich nicht. Hier ist ein Weg. Verdammt. Das sind die, nicht so gut auf Xanadu. Den mache ich einfach frei. Ja. Nein. Bin ich mal. Tschüss. Da schreit er. Oh. Nein. Nein. Was ist denn das? Episch. Kreatur, was? Nein! Oh Gott, es hat uns! Ich stelle mich. Ich bewerf dich jetzt mit meiner Muschel. Da! Nein! Du wurdest im Kampf besiegt. Ach nee, ich bin verletzt. Echt jetzt? Oh. Was habe ich mir gedacht? Habe ich tatsächlich gedacht, ich kann eine epische Kreatur mit einer Muschel besiegen? Habt ihr dieses Ding gesehen? Mit Zauberknöpfen an den Beinen oder was das war. Da ist es wieder. Da. Schau dich das mal an. Welche Richtung muss ich jetzt? Ich muss doch den Weg irgendwie entlang gehen. Also die epische Kreatur gestern, die hat freundlicher ausgesehen. Irgendwie fühle ich mich total unwohl und total irgendwie in die falsche Richtung. Was ist denn der Weg? Da ist der Weg. Da. Lassen wir einfach mal das Navi laufen. Das Ding. Und tschüss. Ja, alles gut. Nein. Ich will ja nur durchlaufen. Ich will ja nur. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, da ist es ja auch. Schau dir das mal an. Ich muss was essen. Kann ich in diesem Augenblick an essen, denke ich, ja. Oh. Oh nein, da guckt die Frau Stuben an.
Vorsprung diesmal. Da bebt die Wand, da bebt der Boden. Guck mal, wie der Boden bebt. Oh. Das hier ist der Eierspot übrigens in seiner Frühform, ja. Oh. Ja, alles gut. Alles gut. Guck dich mal so ein bisschen um. Das ist das Eck. Das ist sich ziehen. Nein, das sind auch. Was? Pumpel, Pumpel! Das sind alles wie Dinos. Und scheinen feindselig zu sein. Legt euch ja nicht mit mir an. Ich hab nicht mal mehr meine Muschel. Oho. Leute, ich muss an dieser Stelle dazu sagen, die Kreaturenphase ist die Phase, wo ich am meisten Schiss habe. Ich habe ja schon ein paar Mal Spore gespielt. Und hier, man fühlt sich nirgendwo sonst so stark wie ein Tier, das gejagt wird, wie in der Kreaturenphase. Ich jetzt scheinen. Ja, ich sag friedlich, gell? Ja? Wollen wir uns ein bisschen anfreunden? Und schon. Oh ja. Halt, da war ein Stöckchen. Das wollte ich mit reinmachen. Klapperis. Ach, die sind. Och, die sehen schön aus. Kommt, mit denen will ich mich anfreunden. Sollen wir mal versuchen, jemand, wo auf Boden das völlig anguckt, anzusprechen? Nein. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, wo es nicht fehlt. Du sollst essen und es nicht bewerfen.
ja. Na, Evolution ist nicht einfach. Da muss man schon was für tun. Turando. Ach, die sehen cool aus. Mit denen muss es doch mal klappen. Hallo, lieber Turando. Der Tonphase kann ich nicht so hart und so anstrengend in Erinnerung. Ja. Und wir haben es erstmal verstanden. Ja, gehen wir erstmal zu unserer Siebe. Hallo. Stamm besiegt. Besiegen ist für mich nicht die Frage. Das mag ich irgendwie nicht. Ich mag das Kämpfen nicht. Was sind das für welche? Affe? Babyaffe? Dann sind das Affen? Schläft. Tatsächlich. So, mir reicht's jetzt. Ich gehe jetzt zurück. Wir holen mir andere Füße. Mit denen kann man nicht tanzen. Schon. Vom Wasser weg. Raus. Und tschüss. Nein, nein, nein. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ja,
chillt nur ihr. Alles, was ihr könnt. Nur ein. Hallo. Gestern hatten. Seht ihr es? Was sind das? Tweeter. Eine epische Kreatur, wo Tweeter heißt. Haben wir Angst vor dem? Oh. Oh. Wie nah trauen wir an, uns an den ran? Ich schau mal an. Guck ich den mal an. Oh, Tweeter. Hallo, Tweeter. Ich habe über dich auf Twitter getwittert. Nein, 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 tschüss, tschüss. Wir haben nicht über dich gelacht. Nee, nee. Aber du kannst gerne meine Feinde platt machen, wenn du willst. Mal an. Oh. Nein! Nein, nein! Wir sind nicht bei Cloverfield, ja? Nein, in die Richtung. Wir sind ganz nah am Wasser. Die Erde bebt. Die Erde bebt. Oh. 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 Hallo. Kommt ihr uns jetzt nach? Er ist weg. Mein Verbündeter ist weg. Mein Rudelverbündeter ist weg. Oh, der hat wieder aufgegessen. Rache, Rache für meinen Verbündeten aus dem Rudel. Ha, du legst dich mit einem Babianer an. So, ich greife dich von hinten an. So, da. Ha, so, da, nimm. Jetzt siehst du alt aus, gell? Nein! Tweeter hat uns vertweetet. Tja. Ein aufrechter Babianer kämpft für seine Verbündeten. Und jetzt habe ich wieder niemanden mehr. Na toll. Was ist denn das? Holy Holy. Das war auch wieder eine epische Kreatur. Also heute lassen die es aber krachen jetzt. Ach, Hauke, das ist so bescheuert.
Oh nein, da kommt der nächste epische Lied. Hinter dir da hinten. Ist es Godzilla? Ist es Godzilla? Wisst ihr was, wir gehen mal zu diesem epischen. Sing, was? Siegrau. Siegrau. Sing. Singau. Den gucken wir uns mal aus der Nähe an. Dr. Sattler und Dr. Grant, willkommen im Siegrauchpark. Aha, man sieht ihn hier in seiner natürlichen Umgebung herumbrüllen. Er sieht zwar aus wie eine Mischung aus Stitch und irgendwie etwas von den Rauchmesserchen, aber er wirft seine Feinde durch die Luft und ist ziemlich sauer. Vielleicht sollte er mal die Wutecke oder auf die Wuttreppe. Ja, jetzt guckt er. Ja, guckt er. Hoffentlich hat er uns noch nie gesehen. Er ist ja auf jeden Fall viel, viel größer wie wir. Ja. Er ist definitiv kein Vegetarier. Oder ist es vielleicht eine Sie? Wissen wir es nicht? Vielleicht ist es auch divers. Der Siegrauch. Der Siegrauch. Wir sehen, er hat Stärke 1000. Wir haben gerade mal Stärke 75. Ich schätze, er würde spielend leicht mit uns fertig werden. Und er ist ziemlich sauer. Irgendwie sind Raubtiere immer sauer. Jedenfalls in alten Tierdokumentationen und Tierfilmen aus den 50er Jahren. Aber in denen sind wir ja nicht. Wir sind ja erst in der Kreaturenphase und haben noch keine Ahnung von Zeit und Zeitaltern. Kasper Erben. Ja, wir lassen ihn erstmal alleine. Ein bisschen selber, sich selber sauer sein und gehen mal zu den Kasper Erben. Vielleicht können wir uns mit denen ja ein bisschen verbünden. Das hier. Das hier. Was? Uns interessiert erstmal nur Essen, weil wir sind ja noch ein Tier, aber irgendwie ist das seltsam. Was ist das? Hi. Bienenvogel. Yeah.
groß laut. Weiter geht's. Wir haben keine Wege mehr. Wir sind in der freien Wildbahn unterwegs. Ja. Und schon wieder. Der Tweeter. Ja, tschüss Tweeter. Schöne friedliche Nacht. Huhu, was ist denn das? Piep! Piep, piep, piep. Oh, die sind bestimmt sehr schwer zu überzeugen. Wir probieren's. Rot wieder ist sauer. Oh nee, nee, keine Sorge. Wir gehen die aus dem Weg. Was sind das für welche? Thank you.
Rassismus? Ein Kometenhagel. Ein Kometenhagel. Oder was war das? Und jetzt holen wir uns noch einen ins Rudel. Hallo. Willst du mitmachen? Ja. Komm zu uns. Foto machen. Hm? Komm, ich mache ein Gruppenfoto. Komm mal her zu mir. So. So. Nein, nicht mitlaufen. So, besser geht's nicht. Wir müssen aber dringend was essen. Thank you.
So. Das soll es dann für heute gewesen sein. Wir sind immer noch in der Kreaturenphase, aber das macht nichts. Wir haben jede Menge Freunde, aber auch jede Menge Feinde. Wir haben heute die Bari und die Wippel in unserem Team, in unserem Rudel und epische Monster begegnet, die uns gleich ein paar Mal umgelegt haben. Dann verabschiede ich mich für heute. Bleibt neugierig, genießt die Natur, genießt das schöne Wetter und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und wir lauschen noch ein wenig die Liebesgesänge der Babianer. Schon im Bild. Ja. Also, das war's wieder für heute. Ein paar Worte möchte ich noch zum Schluss sagen, bevor ich mich verabschiede. Nämlich, ich möchte mich zuerst ganz, ganz doll an über 700 Abonnenten für diesen Kanal bedanken. Ja, 700, das ist keine kleine Zahl. Ja, mein Chef hier, Kip, der freut sich richtig, richtig dolle. Er würde gerne selbst mit euch sprechen. Aber wir befinden uns ja noch in der Kreaturenphase. Und bis Babianer, Wollmützen und irgendwelche Goggles oder irgendwelche Raumschiffe steuern können und tragen können, nein, Goggles tragen, ah, ist ja wurscht, moderiere ich, der Red Panda, ja, Fluffo, und möchte mich für 700 oder über 700 Abonnenten bedanken für diesen Kanal. Kip freut sich auch ganz doll, man sieht es. Ja, freut sich. Ja. Und auch entschuldigen für die schlechte Tonqualität in den letzten Videos. In der Kreaturenphase ist es eben noch sehr primitiv. Ihr wisst, man wirft mit Stöckchen und sammelt Muscheln und flieht vor irgendwelchen riesigen Tieren und so weiter und so fort und ernährt sich nur von Obst und Gemüse oder nur Obst. Also ist auch wurscht. Ich hoffe, ihr könnt das verschmerzen und sage jetzt aber wirklich endgültig Tschüss und bleibt neugierig.